September 2019. Zehntausende Menschen reisen nach Karlsruhe, um den Kalifen zu sehen. Sie leisten alle das Treuegelübde auf der Hand des Kalifen ab. Denn er ist es, der die Gemeinde, also Millionen von Menschen, in über 200 Ländern weltweit führt. Welche unantastbare Macht verbindet diese Menschen mit dem Kalifen? Es ist Praxis Allahs, dass er als Zeichen seiner Barmherzigkeit einen Propheten entsendet, wenn die Menschen den Geboten Allahs den Rücken kehren. Der Prophet teilt dem Volk den Willen Allahs mit und dient als Vorbild an das, was man sich richten sollte. Im Jahr 570 ist der vollkommenste Mensch, der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm geboren. Er brachte die Lehre des Islams mit sich und somit auch die Rechtleitung und führte gottesfürchtige Menschen zu Allah zurück. 23 Jahre lang hat er seine Anhänger gemäß der Lehren des Korans angeführt und kehrte nach dem Naturgesetz Allahs zu seinem Schöpfer zurück. Ja, nach dem Ableben des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam war es ja auch die Institution des Khilafats, die dafür gesorgt hat, dass der Islam sich verbreitet hat, dass der Islam auch auf der ganzen Welt Verbreitung fand, dass die Umma stabil zusammengeblieben ist als Einheit, auch wenn es immer wieder natürlich Versuche gab, auch die Umma zu spalten. Aber letztendlich war es immer das Khilafat, was die vier rechtgeleiteten Kalifen zumindest, die dafür Sorge getragen haben, dass auch zum Beispiel der Koran in der heutigen Form zusammengetragen wurde und dass der Islam erhalten geblieben ist und sich weiter verbreitet hat auf der ganzen Welt. So wie der heilige Prophet, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm, prophezeit hatte, entfernten sich die Muslime vom wahren Islam und erlebten eine Zeit der Finsternis. 1400 Jahre später sandte Allah gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, Friede sei auf ihm, von Qadian, um die mit der Zeit verloren gegangenen Lehren und Werte des Islams wiederzubeleben. Er, Friede sei auf ihm, stellte die ursprünglichen Lehren des Islams wieder her und verteidigte ihn gegen die falschen Anschuldigungen. Am 27.05.1908, nach seinem Tod, wurde die Institution des Khilafats gemäß dem Koran und den Prophezeiungen des heiligen Propheten, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm, ins Leben gerufen. Der verheißene Messias schrieb in seinem Buch das Testament: Kurz, er manifestiert sich auf zweierlei Weise. Erstens offenbart durch die Hand seiner Gesandten. Zweitens, wenn nach dem Ableben des Propheten Schwierigkeiten aufkommen und die Feinde an Macht gewinnen und meinen, die Lage hätte sich verschlimmert. Sie sind der Überzeugung, dass diese Bewegung nun untergehen wird. Selbst einige Mitglieder der Bewegung geraten in Zweifel und verlieren den Mut. Einige Unglückliche kehren sich sogar ab. Dann manifestiert Allah zum zweiten Mal seine Macht und lässt die fallende Gemeinde festigen. Wer also bis zum Schluss ausharrt, erlebt dieses Wunder Allahs. Weiterhin schreibt der verheißene Messias, Friede sei auf ihm: Ihre Ankunft bereichert euch zum Vorteil, denn sie ist ewig und ihre Kette wird bis zum jüngsten Tag nicht unterbrechen. Und diese andere Manifestation kann nicht kommen, ehe ich gehe. Nachdem ich aber gegangen bin, wird Allah diese zweite Manifestation zu euch schicken, die euch immer begleiten soll, so wie Allah es in Brahine Ahmadiyya versprochen hat. Nach dem Ableben des Propheten steht die Herausforderung darin, die Einheit innerhalb der Gemeinde zu bewahren
Nur dann ist es möglich, dass diese Gemeinde Fortschritte erlangen kann und Erfolge erzielen wird. Denn Srilafit ist eine Institution. Es ist eine Institution, die nach dem Ableben eines Propheten garantieren soll auch, dass die Menschen weiterhin spirituell verbunden bleiben und dass die Jamaat eine Einheit bleibt. Weil die Khilafat ist, das Khilafat ist die Person auch, die davor die Jamaat schützt, ne? Dass es zu unterschiedlichen Spaltungen kommt, dass es zu Zerstreuung kommt. Letztendlich ist es immer so in einer großen Gruppe, die Menschen haben unterschiedliche Meinungen, das ist ganz normal. Und wenn es aber dann keine verbindende Macht oder verbindende Kraft auch gibt, wo alle Menschen, die in der Jamaat auch zugehörig sind, eine Liebe zu spüren und sich auch verpflichtet fühlen, dieser Führung auch zu folgen, dann, wenn man das nicht hat, dann kommt es ganz schnell zu einer Zerstreuung, es kommt zu kleineren Gruppen. Allah leitet und unterstützt den von ihm ausgewählten Khalifen bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Diese Unterstützung und der besondere Schutz sind der Grund dafür, dass der Khalif letzten Endes immer erfolgreich bleibt. خلافت سے میسر دین کو تمکین ہوتی ہے خلافت سراسر قوت تمکین ہوتی ہے. Bei jedem aktuellen Anlass, also das Leben ist ja voller aktueller Herausforderungen auch. Man braucht immer wieder in ethischen Fragen, aufgrund von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Entwicklungen, braucht man Leitung, man braucht Führung. Man braucht jemanden, der auf die aktuellen Erfordernisse reagiert und der auch da den Muslimen wieder sagt, was ist eigentlich im Sinne des Islams. Also ein Beispiel auch, wie wir selber immer wieder erfahren, wie gesegnet es ist, das zu tun, was Hazur sagt, wäre, das vor ein paar Jahren, da gab es in Deutschland ein Gesetz, das es muslimischen Frauen, die ein Kopftuch tragen, verboten hat, als Lehrerin zu arbeiten. Das war ein Urteil gewesen und viele junge Ahmadi-Mädchen und Studentinnen haben sich dann gefragt, lohnt es sich noch weiter zu studieren, wenn sie zum Beispiel schon angefangen hatten, Lehramt zu studieren. Sie haben sich überlegt, ob sie überhaupt mit Lehramt anfangen wollen, weil wenn sie wissen, danach können sie gar nicht mit dem Hijab unterrichten, können ihren Beruf gar nicht ausüben. Und damals hatte Hazur Mughallah seine Handstärken gesagt, studiert ruhig weiter. Wenn ihr Lehramt studieren wollt, dann macht das ruhig. Das ist nur ein Gesetz und das wird sich wieder ändern. Und das damals erschien das als ja, eine Prognose, die also durch nichts irgendwie unterfüttert war, weil die Stimmung im Land war sehr negativ. Die meisten waren der Meinung, eine Lehrerin darf nicht mit Kopftuch unterrichten und es gab überhaupt keinen Anhaltspunkt anzunehmen, dass sich das verändern würde. Und dann ist es tatsächlich einige Jahre später, wurde das Urteil angefechtet. Es gab nochmal ein zweites Urteil. Und in diesem zweiten Urteil ist dann beschlossen worden, dass es in Deutschland erlaubt ist, dass Lehrerinnen mit dem Kopftuch unterrichten dürfen. Und all diejenigen Studentinnen, die damals auf das Wort von Hazur vertraut haben, die auch sich von Hazurs Worten haben leiten lassen, die waren dann in der glücklichen Position, dass sie ihr Studium abgeschlossen hatten, obwohl es ja sehr ungewiss war und trotzdem dann nach dem Abschluss des Studiums eben studieren konnten, weil dieses Gesetz, also ihren Beruf ausüben konnten, weil dieses Gesetz eben außer Kraft getreten war. Die Gebete der Khalifen werden auf eine besondere Weise von Gott akzeptiert. Also diese Gehorsamkeit, die da von einem Muslim erwartet wird, dass sie immer in Verbundenheit mit der Liebe ist, die letztendlich vom Khilafat ausgeht. Und Hazur hat damals, möge Allah seine Handstärken, erzählt, wie er jeden Abend vorm Schlafengehen für jedes einzelne Land betet. Also diese Liebe muss ein Führer auch erst einmal in sich haben für die Menschen, dass er diesen Schmerz hat und diese Fürsorge, dass er jedes einzelne Land sozusagen geistig
besucht und für dieses Land betet, für die unterschiedlichen Menschen, die in unterschiedlichen Notlagen sind, betet, unterschiedliche Gruppen von, also auch Kategorien von Menschen, die mit ihren Schmerzen und ihrem Leid zu Jesus kommen, und für jeden Einzelnen wird da gebetet. Durch den Kalifen leitet Allah die Gemeinde der Gläubigen in allen Angelegenheiten und verkündet seinen Willen durch ihn. Und dieser Kalif erinnert uns regelmäßig daran, welche spirituellen, moralischen und geistigen Fortschritte wir machen müssen, um Allahs Nähe zu erlangen. Dass die Menschen Jesus Ansprachen hören, die Ansprachen des Kalifen hören, und dass sie merken, das bewegt etwas in ihnen. Es kommt zu einer spirituellen Veränderung, zu einer Transformation. Sie fühlen sich danach angeregt, sich ihrem Schöpfer anzunähern, auf eine Art und Weise, wie sie vorher vielleicht gar nicht gedacht haben. Jede Gemeinde betreffende Entscheidung und jeder Plan sollte mit der Erlaubnis unseres geliebten Kalifen vonstatten gehen. Wir sollten uns hinter seine Worte stellen und das machen, was er uns sagt. Heute ist die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde die einzige Gemeinde, die die Institution des Khilafats nach dem Prinzip des Prophetentums hat. Mittlerweile leitet der fünfte Khalif des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, die Gemeinde, der uns ständig an unsere Pflichten gegenüber Allah und den Menschen aufmerksam macht, der sich ständig bemüht, die Lehren des Islams zu verbreiten und Frieden in der Welt zu schaffen. Und die Voraussetzung auch dafür, dass dieses Konzept der Einheit erhalten bleiben kann, ist, dass jeder einzelne Ahmadi in sich diese absolute Demut hat, zu verstehen, dass das, was von Rasul kommt, was von Khilafat kommt, dass das die Leitung ist. Und dass da auch eine Grenze dann da ist zur eigenen Meinung. Also die eigene Meinung ist wichtig, man sollte sie kommunizieren, man soll untereinander sich austauschen. Aber wenn dann etwas von Rasul kommt, möge Allah seine Hand stärken, dann ist der Schritt erreicht, wo man in sich selbst demütig genug sein muss, um zu erkennen, das ist eine Person, die ist von Allah geleitet, die hat Allah der Menschheit geschenkt, um diese Gemeinde zu einer Einheit zu führen. Und dann kann es nicht mehr sein, dass man auf seinem Standpunkt beharrt und letztendlich zur Zwietracht die Jamaat bringt, sondern dann stehen alle zurück, alle entfernen sich auch von ihrem eigenen Stolz, von ihrer eigenen Position und kooperieren in voller Demut und auch mit großer Leidenschaft für das, was von Rasul kommt. Das Khilafat ist eine große Huld Allahs. Doch wir können nur dann die Segnungen des Khilafats für uns gewinnen, wenn wir die Bedingungen des Glaubens und der guten Taten erfüllen und das Khilafat wertschätzen und davon profitieren. ये रबानी वही माऊ